Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und in diesem Video möchte ich mir mal mit euch gemeinsam alle Flugsaurier aus dem Spiel angucken. Und dafür habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet, nämlich 7 Aviarien, in denen die schon bereit sind, freigelassen zu werden. Und ich würde auch sagen, wir fangen direkt mit dem ersten an. Und das ist der Tapejara. Die Reihenfolge habe ich jetzt irgendwie random gemacht. Wow, der sieht ja cool aus. Hoffentlich sterben wir nicht dabei. Im Ernst jetzt, ich will nicht sterben. Das erste Mal, dass ich den auch freilasse. Ich habe den nur schnell freigeschaltet, aber bei der Freilassung gar nicht zugeguckt. Und dafür sorgt das nächste Tier. Farben und Aufregung. Schau dir mal das Segel auf seinem Kopf an. Spektakulär. Oh, was ich noch sagen wollte. Das ist ein Tapejara. Einer unserer interessantesten Flugsaurier. Oh, wenn du was macht er denn? Nicht gemerkt hast, ich bin ein Fan. Und das wirst du auch. Er fühlt sich direkt unwohl und zerdeppert hier alles. Okay, bevor er ausbüchst, machen wir mal ganz kurz Pause und gucken uns den mal an. Aber das mit dem Ausbüchsen können wir uns auch gleich mal anschauen. Das ist bestimmt auch spannend. Sieht super interessant aus. Den mochte ich ja auch schon bei Ark immer sehr gerne. Diesen coolen Segel auf dem Kopf. Das ist wirklich ein toller Flugsaurier. Aber ich hoffe, die büchsen hier gleich noch aus. Das wäre ganz cool. Ich glaube, die werden sich alle umbringen, wenn die so weitermachen. Das Glas scheint irgendwie ein bisschen zu stark zu sein für die. Wir gucken uns den noch einmal beim Fressen jetzt an. Seht ihr das? Der frisst halt wirklich nur so ganz kleine Minifische. Nicht so große. Aber der ist wirklich hübsch. Oh, sie haben es geschafft. Sie sind ausgebüxt. Sie haben die Scheibe zerdeppert. Ich habe es leider verpasst von Animation. Ah, die gehen hier schon direkt in das Gelände. Ist der schon gelandet. Und chillt jetzt hier in dem Menschenbereich. Schön bei den Restaurants. Ich frage mich, ob die auch Menschen angreifen können. Gucken, ob wir das gleich auch noch zu Gesicht bekommen. Aber das ist echt cool, dass die alle so ausbüchsen können. Und dann auch im Park rumfliegen. Und das zu ihrem Territorium machen. Die machen sich hier richtig bequem. Ist halt auch mega nice, dass sie sich auf diese Deko-Elemente setzen können vom Spiel. Und halt hier so Laternen, die man platzieren kann. Hier findet man die. Hier, diese sind das. Und da setzen sie sich dann einfach ganz normal drauf. Können bestimmt auch mit den anderen Deko-Elementen interagieren. Hier mit diesen Teilen oder mit diesen Schildern. Könnte ich mir alles vorstellen. Aber ich würde jetzt gerne mal sehen, ob die auch auf Gäste losgehen. Ich spule mal ein bisschen vor. Dann schauen wir mal, was passiert. Oh, da sind Gäste. Das sieht schon böse aus. Okay, der kann Gäste töten. Der hat sogar gleich 4 auf einmal getötet. Und der kann auch auf diesen Dingern landen. Das ist ja sehr cool. Und den nächsten, den wir uns anschauen. Den kennen wir schon. Nämlich ist das der Pteranodon. Da haben wir ja schon mit Abstand am meisten von gesehen. Den finde ich auch sehr cool. Der hat auch coole Skins. Und der passt auch sehr gut in so eine Felslandschaft, finde ich. Sieht optisch schon sehr nice aus. Der kann auch wieder auf diesen Dingern landen. Können wir mal kurz pausieren. Schauen wir uns mal den Skin an.
Der passt wirklich mega gut von der Farbe. Hat fast die gleiche Farbe wie der Fels. Dann hier diese orangenen Flügel auf der Innenseite. Wenn ich dann eben mal alle Skins freigeschaltet habe, gucken wir uns die auch nochmal an. Da gibt es sicherlich sehr coole Skins für alle Flugsaurier. Und sind jetzt alle hier auf der Beobachtungsgalerie, alle drei. Scheint die auch echt gerne zu mögen. Die landen lieber hier auf dieser Erhöhung als auf dem Boden. Jetzt geht da, glaube ich, mal was futtern. Ja. Das ist ja perfekt. Dann können wir das auch mal sehen. Die anderen kommen jetzt auch. Ich finde, das wirkt schon alles sehr, sehr gut von den Animationen. Dafür, dass sie wirklich frei durch das Aviarium fliegen und das nicht so eine herbestimmte Animation ist, dass die im Kreis immer gleich fliegen. Dafür finde ich, sieht das schon immer echt gut aus. Manchmal sieht es ein bisschen abgehackt und so aus, wenn die dann sich so schnell drehen und sowas. Finde ich aber persönlich gar nicht so schlimm. Ja, bei Jurassic World Evolution 2 ist es halt viel schwieriger geworden, die Animation wirklich auf Kamera einzufangen, weil die viel schneller und unvorhergesehener passieren. Was ich aber auch gut finde. Aber die fliegen hier gerade überall gegen. Aber der Käfig hält natürlich ein bisschen was aus. Deswegen ist er noch nicht kaputt. Die sind richtig wütend. Oh, jetzt haben wir es gesehen. Sehr schön. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt gucken wir mal, wo der Pterano dann hin will. Wir fliegen unauffällig hinterher. Oh, jetzt geht er, glaube ich, auf die Gäste los. Und lässt ihn fallen. Da war sogar noch so ein Knackgeräusch, als er aufgekommen ist. Brutal. Und das ist der nächste Flugsaurier für heute. Der Maradactylus. Fällt natürlich besonders auf durch sein Gebiss. Und durch diese überstehenden langen Zähne. Ähnelt von der Kopfform ein bisschen dem Tropiognathus. Der Kopf ist nicht ganz so ausgeprägt, also der Schnabel hier diese Form. Aber dafür hat er dann diese heftigen Zähne da vorne. Oh, der macht aber coole Geräusche. Der klingt. Schauen wir uns mal ganz kurz den Schnabel und die Zähne an. Bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn der auf die Besucher losgeht. Und mit den Zähnen kannst du richtig Schaden anrichten. Sieht bis jetzt auf jeden Fall am gruseligsten aus von den Flugsauriern. Und macht auch die gruseligsten Geräusche. Oh, ich glaube, jetzt geht's futtern. Oh, die streiten sich. Die haben den durchgerissenen Fisch in der Mitte. Und dann fliegen sie synchron wieder los. Oh, die haben sich in der Luft angeflogen. Die haben sich angegriffen, glaube ich. Oh mein Gott. Also die können sich auch streiten und attackieren. Das ist ja interessant.
Oh, schaut mal, niedrige Gesundheit. Der scheint echt eine Verletzung abbekommen zu haben von dem Angriff gerade. Der blutet hier auch überall. Oh, der Arme. Okay, der lässt die Besucher auch nur fallen. Also schnappt er nicht mit seinem Schnabel zu. Hätte ich gern gesehen, wie er die Zähne in die Besucher reinrammt, auch wenn das jetzt brutal klingt. Aber schade, dass er das nicht benutzt als Waffe. Dieser Gleitflug sieht cool aus. Und das ist der nächste Flugsaurier, den wir uns anschauen. Der Geosternbergia. Den bekommt man, wenn man sich die Deluxe-Variante von dem Spiel holt. Finde ich auch echt hübsch. Sieht so ein bisschen aus wie der König hier mit seiner Krone. Der hohe Adel ist im Haus. Ne, ist auch ein cooler Flugsaurier. Aber sind bis jetzt eigentlich alle. Ich habe jetzt noch keinen gesehen, den ich nicht interessant finde. Na, der geht jetzt, glaube ich, auch was fressen. Schnell einen Fisch reingesnackt. Da hinten hat sich schon wieder ein Geosternbergia verletzt. Okay, er ist ausgebüxt. Mal schauen, wo er jetzt hinfliegt. Und das sieht immer richtig cool aus, wenn die hier so im Gleitflug hier langfliegen und die Gegend abchecken und erkunden. Oh, das Bein ist gebrochen. Ist aber auch die gleiche Animation wie bei dem Pteranodon. Und das ist der nächste. Der Dimorphodon. Sieht halt genauso aus wie im Film. Finde ich richtig gut. Aber da haben die diesmal auch noch mehr Wert drauf gelegt, dass die Flugsaurier und Lebewesen alle aussehen wie im Film. Das ist denen wirklich auch gut gelungen. Der ist auch echt fies. Klein mit vielen spitzen Zähnen. Bei dem finde ich das auch besonders cool, dass der... Können wir auch mal eben ranzoomen, wenn wir das hinbekommen. Genau, diese Aderchen auf den Flügeln hat. Fliegt da gerade natürlich los. Also hier, das sieht man halt richtig gut, diese ganzen Adern, wenn er dann ja so ein bisschen Richtung Sonne gerichtet ist. Sieht immer mega nice aus. Oh, die brechen auch schon aus. Warum sind die alle so wütend? Alle sind unglücklich hier. Ich habe euch noch nicht mal fressen gesehen und ihr wollt schon raus. Diese Geräuschkulisse, wenn die dagegen fliegen. Man hört nur so im Hintergrund das ganze Zeit so bung, bung. Okay, einer geht noch für mich fressen. Dann können wir das auch sehen. Der frisst auch eher die kleinen Fische, macht ja auch Sinn. Aber der hält die noch so ein bisschen im Maul, das finde ich ganz cool. Aber jetzt fliegen gerade einige hier zur Futterstation. Vielleicht kriegen wir dann nochmal eine coole gemeinsame Animation zu Gesicht. Gesehen, der hat versucht, ihm das zuzuwerfen, er hat es aber nicht gefangen. Also es gibt überall immer so kleine Animationen und ich finde, da genau das macht die Dinosaurier so ultra lebendig. Der eine rennt da schon weg, aber ich glaube, das schafft er nicht.
Und dann haben wir als nächstes den Ceradactylus. Der ist auch wieder auf jeden Fall ein bisschen größer. Hat eine sehr weite Flügelspannweite. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar der größte ist aus dem Spiel. Guckt euch mal die langen Flügel an. Und der lange Schnabel auch mit den scharfen Zähnen vorne. Sieht auch krass aus. Damit kann der sicherlich auch heftigen Schaden anrichten. Ich finde das ja immer krass, was für Details die Dinos haben. Man sieht jede Schuppe. Das sieht alles echt hochauflösend aus. Na, wo fliegt der jetzt hin? Geht's jetzt futtern? Das würde ich nämlich gerne sehen. Ja, der hat auch eine eigene Animation. Und das ist cool, wie der die runterschluckt, die Fische. Oh. Was passiert denn hier schon wieder? Haben die sich angegriffen? Da bin ich jetzt mal auf die Kill-Animation gespannt, wie die aussieht. Oh, die ist mitten im Wald. Das ist nicht gut. Moment. Gut, dass man mittlerweile pausieren kann. Dann kann man nämlich ganz easy hier den Wald entfernen. Und dann haben wir freie Sicht gleich auf die Attacke. Es wird sogar, glaube ich, ein Tag-Team-Angriff. Oha. Okay, das war, glaube ich, aber auch die gleiche Animation wie bei dem Pteranodon. Und zu guter Letzt haben wir den Tropiognathus. Den finde ich auch richtig cool. Der hat so einen coolen Schnabel. Auch scharfe Zähne da dran. Oh. Ich dachte gerade, was passiert denn jetzt? Er fliegt auch direkt dagegen. Möchte auch hier raus. Aus dem Käfig. Autsch. Er hat es halt auch direkt geschafft auszubüchsen. Das heißt, den sehen wir jetzt wohl nicht beim Fressen. Aber das macht nichts. Da könnt ihr gerne meine Kampagne schauen. Denn dort habe ich den auch freigelassen. Sogar genau in der heutigen Folge. Da seht ihr den dann auch beim Fressen. Aber es ist auch cool, dass die einfach so auf dem Boden landen können hier. Ich frage mich, ob die dann auch noch von Landsauriern angegriffen werden könnten. Oder halt sogar von Wassersauriern, wenn die dann ausgebüxt sind. Könnte ja sein, dass so ein Pteranodon dann über so ein Mosasaurusbecken fliegt und der Moser dann aus dem Wasser schnellt und ihn frisst. Das wäre schon ziemlich cool. Muss ich vielleicht auch irgendwann mal ausprobieren. Der guckt halt auch wirklich in alle Richtungen und checkt genau ab, wen er sich am liebsten snackt. Aber anscheinend gar keinen. Der ist aber auch ganz schön groß, ne? Vielleicht müssen wir die beiden mal nebeneinander vergleichen. Könnte sogar sein, dass der Tropiognathus größer ist als der... Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Den von vorhin mit dem langen Schnabel. Weil der ist schon ein bisschen mächtiger vom Körperbau. So breit und... Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst, welcher davon größer ist. Oh, ich glaube, jetzt geht's los. Hat der da auch eine ähnliche Animation? Beziehungsweise genau die gleiche. Ah, schade. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Variation erhofft, muss ich sagen. Boah, hier ist das Bein durch. Wie brutal das aussieht, ey. Ah, er fährt nochmal rüber, oder was? Alles klar. Und das waren alle Flugsaurier aus Jurassic World Evolution 2. Wir können sie uns hier auch nochmal in der Übersicht anschauen. Ich muss echt sagen, dass die alle ziemlich cool sind. Ich finde da jetzt keinen richtig doof. Wir haben alle irgendwie ein Merkmal,
was die super interessant macht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher davon, wie viele sind's? 7 Stück. Welcher davon euer Liebling ist, würde mich mal interessieren. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.